Guten Tag, meine Damen und Herren und liebe Freunde. Ich möchte Sie wiederum herzlich begrüßen zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich hatte in der letzten Predigt über Gottes Gnadengeschenke gesprochen. Und ich möchte heute ein wenig mit diesem Thema fortfahren, allerdings von einer anderen Warte aus gesehen. Und zwar möchte ich heute das Verhältnis zwischen Gnade und Gesetz beschreiben. Viele haben da sehr falsche Vorstellungen. Sie meinen, dass durch Gnade das Gesetz aufgehoben sei, dass wir, weil wir nun unter der Gnade sind, das Gesetz nicht mehr zu halten brauchen. Und die Frage ist dann, was für ein Gesetz meinen Sie? Welches Gesetz besprechen Sie hier? Auch da muss man sehr aufpassen, dass man nicht falsche Schlussfolgerungen zieht. Zunächst einmal im ersten Teil dieser Predigt heute möchte ich auf die Gnade eingehen, denn da gibt es auch viele verwirrende Ideen. Wie würden Sie Gnade definieren? Einige sagen nun, Gnade, das ist unverdiente Vergebung. Und das ist sicherlich ein Teilaspekt der Gnade, aber auch mit Sicherheit nicht die einzige Definition oder die allumfassende Definition. Schauen wir uns zu Beginn dieser Predigt einmal eine interessante Stelle an, im Buch Hebräer, im Hebräerbrief, im 13. Kapitel, Hebräer Kapitel 13 und in Vers 9. Da sagt uns Paulus etwas sehr Wichtiges, Hebräer Kapitel 13 und Vers 9. Da sagt er uns, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Es geht hier um fremde Lehren, es geht hier nicht um Lehren, die von Gott stammen, es geht hier um heidnische Lehren, die ihren Weg gefunden hatten in die Kirche. Paulus warnt davor. Er sagt, lasst euch nicht von diesen fremden Lehren beeinflussen, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Wir hatten in der letzten Predigt von dem Herzen gesprochen, diesem steinernen Herzen, das durch das fleischerne Herz ersetzt werden muss. Es geschieht durch Gnade, dass unser Herz fest wird, fest auch im Hinblick auf die wahren Lehren und Doktrinen. Und so fährt er fort zu sagen, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Nun sagen einige, aha, hier hat Paulus also den Unterschied zwischen reinen und unreinen Tieren aufgehoben. Man kann heute alles essen, was man essen will. Das ist keineswegs gemeint. Es geht ja um fremde Lehren. Es geht ja nicht um die Lehren, die von Gott stammten oder stammen. Es geht um fremde Lehren, es geht um heidnische Lehren. Es geht hier um die Lehren der Askese, wo Menschen gesagt wurden, ist man darf sowas überhaupt gar nicht essen, man soll es noch nicht einmal anfassen. Es geht auch darum, dass Paulus deutlich macht, hier und auch in anderen Stellen, dass die Idee, dass man kein Fleisch essen darf, kein reines Fleisch essen darf, aufgrund von religiösen Vorstellungen, weil Gott den Genuss von reinem Fleisch verboten habe, eine Lehre der Dämonen ist. Paulus sagt das deutlich. Nun, ich sage nicht, dass man unbedingt Fleisch essen muss, aber wenn man sich weigert, es zu tun, weil man meint, Gott habe es verboten, dann ist das eine Lehre der Dämonen. Darum geht es hier. Und Paulus sagt uns hier, das Herz wird durch Gnade gefestigt in den wahren Lehren Gottes. Also auch das ist eine Gnadengabe. Aber wir sehen hier, dass diese Gnadengabe nicht unbedingt auf Vergebung von Sünde sich bezieht. Es geht hier um weitaus mehr. Schauen wir uns auch einmal 1. Petrus Kapitel 2 an. 1. Petrus Kapitel 2 und in Vers 19, auch hier wird deutlich, dass Gnade nicht nur Sündenvergebung bedeutet. 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 19. Hier sagt Paulus, oder vielmehr Petrus, denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Wenn wir also Unrecht ertragen, weil wir wissen, wo die Wahrheit ist und dass wir die Wahrheit lehren und leben müssen, dann sagt Petrus hier, ist das Gnade vor Gott. Warum? Selig sind die, die Verfolgung leiden, sagt Christus, um meines Namens willen, denn sie werden getröstet werden, sie werden reich belohnt werden. Das ist eine Gnade, die uns Gott schenkt, wenn er uns die Möglichkeit eröffnet, für ihn, für die Wahrheit,
sogar zu leiden. Matthäus Kapitel 5, lesen wir dies einmal hier in diesem Zusammenhang. Matthäus Kapitel 5, die Verse 10 bis 12. Matthäus Kapitel 5 und die Verse 10 bis 12. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Nun, gleich gesagt, Gerechtigkeit wird in der Bibel definiert als das Halten der Gebote Gottes. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Selig sind also, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Also das ist natürlich dann Gnade, eine Gunsterzeigung, könnte man sagen, von Gott, wenn wir um ihn, für ihn leiden. Schauen wir uns jetzt 2. Petrus Kapitel 3 an. 2. Petrus Kapitel 3 und in Vers 18 eine sehr bekannte Stelle, die aber auch zeigt, wenn wir sie richtig verstehen, dass es sich bei Gnade nicht nur um unverdiente Vergebung handeln kann. 2. Petrus, Kapitel 3 und Vers 18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wir sollen also in der Gnade Jesu Christi wachsen, wir sollen also in der Erkenntnis Jesu Christi wachsen. Damit ist nicht gemeint, wir sollen darin wachsen, dass wir mehr und mehr sündigen, sodass wir mehr und mehr Vergebung erlangen. Paulus sagt ja an anderer Stelle im Römerbrief, das ist eine total falsche Idee. Nein, es geht hier um Gunsterzeigungen Jesu Christi, die wir erlangen können, in denen wir wachsen können, wenn wir, wie wir noch sehen werden, unseren Teil tun. Also hier geht es nicht nur, natürlich, um Sündenvergebung. Schauen wir uns einmal an, dass Jesus Christus selbst in der Gnade des Vaters wuchs, wie wir auch jetzt in der Gnade Jesu Christi wachsen sollen. Im Lukasbrief oder Lukas-Evangelium, Kapitel 2, lesen wir Vers 52. Lukas, Kapitel 2 und Vers 52. Und denken wir daran, dass Jesus Christus nie gesündigt hat. Er benötigte also nicht die Vergebung Gottes für seine Sünde. Er wuchs also keineswegs in der Gnade Gottes in dem Sinne, dass er mehr und mehr Vergebung für Sünde erlangen musste. Und gleichwohl lesen wir in Lukas, Kapitel 2 und in Vers 52, Lukas Kapitel 2 und Vers 52, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Also Jesus nahm zu an Gnade bei Gott. Er wuchs in Gottes Gnade. Nicht dadurch, dass er mehr und mehr Vergebung der Sünde erlangte, sondern er wuchs mehr und mehr in den Gunstbezeigungen Gottes. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 22 an. Offenbarung Kapitel 22 und lesen wir zunächst einmal Vers 7. Offenbarung Kapitel 22 und Vers 7. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Also daran festhält. Vers 14. Selig sind, also glücklich zu preisen sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt, in das neue heilige Jerusalem. Nun, die Zürcher Bibel hier, oder vielmehr die alte Lutherbibel, also nicht diese neu revidierte Übersetzung, aber die alte Lutherbibel übersetzt hier, selig sind, die seine Gebote halten, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens. Und jetzt in Vers 21, nachdem alles dies so gesagt worden ist hier, wer selig ist, wer glücklich zu preisen ist, heißt es in Vers 21, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Also wer die Gebote hält, wer seine Kleider wäscht, was ja auch nichts anderes bedeutet, als dass man bereut, dass man seine Kleider dadurch schmutzig gemacht hat, dass man die Gebote Gottes übertreten hat,
Wer also die Worte der Weissagung im Buch der Offenbarung festhält, der kann von der Gnade Jesu Christi erhalten, wie man dies aus dem Zusammenhang heraus sehen kann. Schauen wir uns nun Epheser Kapitel 6 an. Epheser Kapitel 6 und in Vers 24. Epheser Kapitel 6 und Vers 24. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit oder, wie man auch übersetzen kann, in Aufrichtigkeit. Also die Gnade soll mit all denen sein, die Jesus Christus mit aufrichtigem Herzen, mit festem Herzen, mit einem Herzen, das sich nicht abwenden lässt von diesen Dingen, lieb hat. Wie haben wir Jesus Christus lieb? Wie lieben wir ihn? Nun, wir lieben ihn nicht nur dadurch, dass wir sagen, ich glaube an Jesus Christus und dann weiter unsere falschen Lebensweisen betreiben, sondern schauen wir uns selbst an, was Jesus Christus gesagt hat. Wie lieben wir Jesus Christus? Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14 und lesen wir Vers 15. Johannes Kapitel 14 und Vers 15. Liebt ihr mich, sagt Christus seinen Jüngern, damals wie heute, so werdet ihr meine Gebote halten. Also wir sehen, dass Gnade uns gegeben wird, wenn wir Jesus Christus in Aufrichtigkeit lieb haben und wir halten ihn dadurch und haben ihn dadurch lieb, dass wir seine Gebote halten. Lesen wir weiter in Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, Jesus Christus und Gott der Vater, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen durch die Gabe des Heiligen Geistes. Also wenn wir Christus lieb haben, dann wird Christus, dann wird der Vater zu uns kommen und uns natürlich dadurch auch weiterhin Gnade schenken, Gunst, Beweise erbringen. Römer Kapitel 11 zeigt uns deutlich, und ich habe das vom Prinzip her in der letzten Predigt behandelt, möchte es aber hier noch einmal erwähnen, dass Gnade etwas ist, was uns geschenkt wird. Es ist nicht etwas, was wir uns verdienen können, was wir aufgrund unserer Werke beanspruchen können. Es ist ein Geschenk Gottes. Römer Kapitel 11, die Verse 5 und 6. Römer Kapitel 11 und die Verse 5 und 6. So geht es auch jetzt zu dieser Zeit, dass einige übrig geblieben sind nach der Wahl der Gnade. Ist es aber aus Gnade, so ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst wäre Gnade nicht Gnade. Also Gnade und Verdienst der Werke stehen nicht im Zusammenhang. Wenn man etwas aus Gnade erhält, erhält man es nicht aufgrund der Tatsache, was man getan hat. Es ist dann keine Gnade mehr. Und wir lesen dies auch in Römer Kapitel 9, die Verse 11 bis 16. Römer Kapitel 9 und angefangen in Vers 11. Es geht hier um die Berufung von einem Kind und die Nichtberufung eines anderen Kindes. Nun schauen wir uns an, wer diese Kinder sind und worum es hier geht. Römer Kapitel 9 und Vers 11. Ehe die Kinder geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da wurde, damit der Ratschluss Gottes bestehen bliebe und seine freie Wahl nicht aus Verdienst der Werke, sondern durch die Gnade des Berufenden, zu ihr gesagt, der Ältere soll dienstbar werden dem Jüngeren. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Besser übersetzt habe ich weniger geliebt im Zusammenhang der Berufung. Schauen Sie, Gott hatte bestimmt, dass er Jakob berufen würde zu seinem damaligen Leben und Esau nicht. Und Esau wurde auch nicht berufen zum Heil, damals nicht. Aber wir sehen, dass es aufgrund der Gnade Gottes geschah.
Gott hatte dies bereits festgestellt und bestimmt, noch bevor die beiden Kinder geboren worden waren. Und wenn Gott uns heute zum Heil beruft in dieser Zeit, dann geschieht es nicht aufgrund unserer Werke. Dann geschieht es aufgrund der Vorherbestimmung. Gott hat bestimmt, dass sie in diesem Zeitalter berufen werden, wenn sie berufen werden, noch vor ihrer Geburt wurde diese Feststellung, diese Bestimmung getroffen. Es geht also keineswegs um Verdienst von Werken. Es geht keineswegs darum, dass wir jetzt stolz sein können, dass wir heute zum Heil berufen worden sind, zur Wahrheit, zur Erkenntnis. Darum geht es nicht, darum darf es nicht gehen. Epheser Kapitel 2. Wir wissen ja auch, dass alle anderen, die noch nicht die Gelegenheit erhalten haben, in diesem Leben berufen zu werden, diese Gelegenheit noch erhalten werden. Und zwar in der zweiten Auferstehung. Epheser Kapitel 2, die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade, Epheser Kapitel 2 und Vers 8, seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Aller Ruhm muss Gott gegenüber erbracht werden, nicht uns selbst gegenüber. Wir dürfen nicht meinen, wir sind berufen worden, weil wir so intelligent sind oder weil wir so gerecht gelebt haben oder weil wir in Gottes Augen wohlgefällig waren. Keineswegs. Wir sind aus Gnade berufen worden. Gott hat uns aus Gnade den Glauben geschenkt, überhaupt an Jesus Christus glauben zu können, an sein Opfer. Was das Opfer besagt, wieso Jesus Christus für uns gestorben ist, sterben musste, was das für uns bedeutet, was das für uns eine Konsequenz hat. Römer Kapitel 3. Römer Kapitel 3, die Verse 23 und 24. Römer Kapitel 3 und die Verse 23 und 24. Sie sind allemal Sünder. Wir sind allemal Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Also deutlicher kann man es gar nicht machen. Wir werden ohne Verdienst gerechtfertigt. Wir werden ohne Verdienst von unseren Sünden befreit. Christus lebt in uns, dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt werden kann. Christus hat uns durch seinen Opfertod von der Strafe der Sünde, dem ewigen Tod, befreit. Wir werden gerechtfertigt. Wir stehen jetzt gerechtfertigt vor Gott, wenn wir die Vergebung unserer Sünden durch das Opfer Jesu Christi annehmen. Titus Kapitel 3 sagt uns noch mehr über Gnade. Titus Kapitel 3 und Vers 7. Titus Kapitel 3 und Vers 7. Wir brechen hier in den Zusammenhang ein. Es heißt hier, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, also durch die Gnade, die von Gott kommt, Erben des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Also wie werden wir gerecht? Durch Gnade. Nun, das ist natürlich hier und beinhaltet hier unverdiente Vergebung. Natürlich. Aber Gnade, wie ich sagte, ist viel mehr. Es sind Gunsterzeigungen, die von Gott kommen, ohne unseren Verdienst. 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus, Kapitel 3, und lesen wir Vers 7. 1. Petrus 3 und Vers 7. Desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen, den Frauen, zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens. Und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Es geht hier um Gnade. Männer sowohl als auch Frauen erhalten die Gnade durch Gott, die letztendlich zum ewigen Leben führt. Auch das ist ein Gnadengeschenk.
Und Männer sollen nicht meinen, dass sie in irgendeiner Form da den Frauen vorangehen, sondern auch Frauen sind Miterben des ewigen Lebens, aus Gnade heraus. Römer Kapitel 5. Römer Kapitel 5. Und lesen wir Vers 17. Römer Kapitel 5 und Vers 17. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, also durch Adam, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Es geht also hier auch um nicht nur das ewige Leben, sondern auch die Herrschaft im ewigen Leben über andere, um denen auch den Weg zur Wahrheit zeigen zu können. Aber auch hier wiederum geht alles auf die Gnade Jesus Christus oder Jesu Christi zurück. Vers 21. Damit, wie die Sünde geherrscht hat zum Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit. Also hier sehen wir bereits schon, dass Gerechtigkeit eine Rolle spielt in diesem Prozess, sodass eben auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus lebt in uns und befähigt uns dadurch, gerecht zu leben, die Sünde zu überwinden. Auch das allerdings geschieht durch Gnade, nicht aufgrund unseres Verdienstes. Denn sonst wäre es nicht mehr Gnade. Deswegen lesen wir auch von der Gabe der Gerechtigkeit, dem Geschenk der Gerechtigkeit. Christus schenkt sich uns, sodass er in uns leben kann, sodass wir ihn in uns leben lassen, sodass wir seine Gerechtigkeit in unserem Leben vorantreiben, manifestieren. Alles dies geschieht, wie ich sagte, aus Gnade. Aber das bedeutet nicht, dass wir nichts zu tun haben in diesem Prozess, dass wir alles Gott überlassen können, dass Gott und Jesus Christus alles für uns tun und wir sind hier nur passive Mitglieder in dem Sinne, dass wir nichts zu tun hätten. Das ist mit Gnade, das ist mit diesem Prozess des Heils keineswegs gemeint. Römer Kapitel 6 und Vers 1 stellt die Frage, können wir, da wir nun Gnade erlangt haben, weiterhin unseren alten Lebensweg betreiben, können wir weiterhin in Sünde leben. Römer Kapitel 6 und Vers 1, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das ist das, was einige heute lehren. Die sagen, nun ja, wir leben hier unter Gnade. Wenn wir in der Gnade leben, unter Gottes Gnade sind, dann können wir leben, wie wir wollen. Wir haben ja die Gnade erlangt, wir haben ja das Heil erlangt. Wir werden so oder so ins Reich Gottes kommen, egal wie wir leben. Und so stellt Paulus die Frage, scheinbar waren das auch bereits schon Ideen, die damals so rum kursierten. Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Je mehr wir sündigen, umso mehr erhalten wir dann Vergebung. Das sei ferne. Das sei ferne, sagt er in Vers 2. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Also es kann keineswegs darum gehen, dass wir weiterhin in der Sünde leben. Wir waren Knechte oder Sklaven der Sünde. Wir sind durch Gottes Gnade Knechte oder Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Wenn wir nun aber weiterhin sündigen, in der Sünde leben, nachdem wir Knechte der Gerechtigkeit geworden sind, durch die Gnade Jesu Christi, durch die Gnade Gottes des Vaters, dann hätten wir in der Tat die Gnade vergeblich erlangt. Und Gott warnt uns davor. Gott warnt uns davor, die Gnade Gottes nicht zu verachten. In Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12 und in Vers 15. Hebräer Kapitel 12 und Vers 15. Seht darauf, achtet darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Das ist Teil dieses Prozesses, wie man Gottes Gnade versäumen kann, wie man sie vergeblich erhalten haben kann.
Dass nicht jemand, Vers 16, sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau. Wir hatten ja eben von Esau gelesen, der nicht in diesem Leben berufen worden war. Und der sich so verhalten hat, wie sich halt der fleischliche Mensch verhält. Der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. An Jakob. Nein, wir dürfen die Gnade Gottes nicht vergeblich erlangen. Denn in Judas lesen wir in Vers 4, Judas, Vers 4, was mit denen geschieht, die die Gnade Gottes vergeblich erlangen, die die Gnade Gottes versäumen, oder wie man sagen kann, die die Gnade Gottes missbrauchen, die lehren, man kann weiter sündigen, damit die Gnade umso mächtiger werde. Judas, Vers 4. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen in die Gemeinde, in die Kirche Gottes, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Wenn wir diesen Judasbrief weiterlesen, dann wird sehr viel über diese Gottlosen gesagt, die abgestorben sind, wie es heißt. Vers 12, sie sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen. Nebenbei gesagt, wenn hier von Liebesmahlen die Rede ist, geht es um die heiligen Festtage Gottes. Das Wort hier ist Agape wiederum. Die prassen ohne Scheu, die weiden sich selbst. Sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben. Nicht nur einmal, es geht nicht um den ersten Tod, es geht hier sogar um den ewigen Tod. Scheinbar sind das Leute, die die unvergebbare Sünde begangen haben und die sich nicht bekehren wollen, die nicht bereuen wollen und die von daher dann auch natürlich nicht bereuen können, weil sie nicht bereuen wollen und ihnen kann dann keine Vergebung zuteil werden, denn Gott vergibt ja nur, wenn man bereut. Die sehen dem ewigen Tod entgegen, dem zweiten Tod, zweimal abgestorben und entwurzelt. Schauen Sie, das ist gefährlich. Wenn man die Gnade Gottes erlangt hat, wenn man Vergebung der Sünde erlangt hat, wenn man den Heiligen Geist erlangt hat und dann doch wieder abfällt, die Gnade Gottes missbraucht für unsere Ausschweifungen und nicht mehr bereuen will, dann sehen wir in der Tat dem zweiten Tod entgegen, denn dann gibt es für uns keine Vergebung mehr. Also wir müssen aufpassen, dass wir die Gnade Gottes nicht vergeblich erlangen und, wenn wir sie erlangt haben, missbrauchen. Im Titusbrief, eine Stelle, die ich das letzte Mal gelesen habe, und die möchte ich noch einmal lesen hier in diesem Zusammenhang, Titus Kapitel 2, die Verse 11 und 12. Denn es ist erschienen, sagt Paulus hier, oder vielmehr, Paulus spricht an Titus, aber er sagt uns dies allen, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes. Allen Menschen, potenziell gesehen, dadurch, dass Christus gestorben ist, haben alle Menschen potenziell zu ihrer Zeit, zum Zeitpunkt ihrer Berufung, wann dieser Zeitpunkt auch sein mag, dieses Potenzial, diese Gnade Gottes zu empfangen und damit natürlich auch ewiges Leben letztendlich. Es ist also erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden, und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Also die Gnade Gottes, die wir erhalten haben, ohne unser Verdienst, die nimmt uns in Zucht, sodass wir der Ungerechtigkeit, diesen Begierden absagen. Es kann also keineswegs darum gehen, dass wir weiterhin in Sünde leben können, weil wir die Gnade Gottes empfangen haben. Und darauf kommen wir jetzt im zweiten Teil dieser Predigt heute zu sprechen. Was heißt in Sünde leben? Was hat in Sünde leben mit dem Gesetz zu tun? Oder vielmehr mit der Übertretung des Gesetzes? Und ist es so, wie einige sagen, dass wenn wir Gottes Gnade erlangt haben, und weil wir Gottes Gnade erlangt haben, brauchen wir das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten? Ist das, was Paulus uns lehrt? Paulus wird ja immer als derjenige angeführt,
von dem gesagt wird, der habe das Gesetz abgeschafft. Er hat gesagt, wir brauchen das Gesetz ja nicht mehr zu halten, weil wir ja unter der Gnade Gottes sind. Nun, wir müssen zunächst einmal uns darüber klar werden, dass Paulus hin und wieder in einer Weise geschrieben hat, die missverständlich sein könnte, wenn man den Zusammenhang nicht versteht, und zwar den Zusammenhang der ganzen Bibel, auch den Zusammenhang seiner ganzen Schriften und was er alles gelehrt hat. Wenn man gewisse Dinge aus dem Zusammenhang herausreißt, dann kann man natürlich sehr schlecht die Wahrheit verstehen, da kann man sehr schnell auf Abwege geraten. Und Petrus, der Apostel Petrus hat dies klar und deutlich gesagt. Schauen wir uns einmal an, was er sagt in 2. Petrus, Kapitel 3 und in Vers 16. 2. Petrus, Kapitel 3 und Vers 16. Davon redet er, und er spricht hier von Paulus, in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind. Wir sollten dies beachten. Petrus sagt uns hier, dass Paulus in seinen Briefen einiges sagt, was schwer zu verstehen ist, zunächst einmal. Aber was geschieht jetzt, wenn etwas schwer zu verstehen ist? Petrus sagt hier, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen. Also jemand, der sich nicht in der Bibel auskennt, der unwissend ist, der leichtfertig über die Lehren der Bibel hinweggeht, der ist in der Gefahr, das, was Paulus sagt, zu verdrehen. Wie auch die anderen Schriften verdreht werden, sagt Petrus hier, von diesen Leichtfertigen, von den Unwissenden. Interessant ist auch, dass er hier die Schriften des Paulus mit anderen Schriften, heiligen Schriften, gleichsetzt. Und sie tun dies zu ihrer eigenen Verdammnis. Natürlich, wenn man die Schriften des Paulus dahingehend verdreht, wie wir jetzt sehen werden, dass man sagt, man braucht das Gesetz Gottes nicht mehr zu halten, dann tut man dies zu seiner eigenen Verdammnis, weil nämlich der Sünde sollt, der Tod ist. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben. Paulus, wie gesagt, wird immer von einigen herbeigezogen, die uns sagen wollen, er habe das Gesetz abgeschafft. Er habe gelehrt, man braucht das Gesetz nicht mehr zu halten. Wenn ich von dem Gesetz hier spreche, spreche ich von den 10 Geboten, von den Rechtsvorschriften und den Satzungen, die die 10 Gebote näher erklären. Von dem geistlichen Gesetz. Ich spreche ja nicht von Ritualgesetzen, auf die werden wir noch zu sprechen kommen in anderen Predigten. Die sind in der Tat heute nicht mehr gültig. Ritualgesetze, die waren nur zeitlich gegeben, wie zum Beispiel die Opfergesetze oder auch die Beschneidung, die physische Beschneidung. Aber es geht mir hier um die 10 Gebote. Das ist ja etwas, was die meisten heute auch ablehnen, zumindest einige der 10 Gebote, wie zum Beispiel den Sabbat, das 4. Gebot. Das wird ja heute von vielen nicht mehr toleriert, nicht mehr akzeptiert. Es wird gesagt, ja, der Sabbat ist abgeschafft worden, durch den Sonntag ersetzt worden, den ersten Tag der Woche. Es geht mir auch hier um zum Beispiel die heiligen Festtage Gottes, die ja auch Sabbate genannt werden. Der Versöhnungstag zum Beispiel wird klar und deutlich als ein Sabbat beschrieben. Der erste Tag der ungesäuerten Brote wird klar und deutlich als ein Sabbat beschrieben. Und andere Festtage wie zum Beispiel das Posaunenfest ebenso. Und die sagen dann, ja, also diese Sabbate, die braucht man auch heute nicht mehr zu halten. Die sind durch andere Tage wie zum Beispiel Weihnachten, Ostern ersetzt worden. Weihnachten oder Ostern, Tage, die niemals in der Bibel gehalten worden sind von den Gerechten Gottes. Allerdings wurden sie gehalten von Menschen, die Gott nicht kannten. Das sagt uns die Bibel und das sagt uns auch die Geschichte. Also es geht mir hier um das Gesetz Gottes, die 10 Gebote und die Rechtsvorschriften und die Satzungen, die die 10 Gebote näher erklären und erläutern. Und es geht natürlich auch um den Sinngehalt dann der 10 Gebote. Christus hat ja gesagt, wir übertreten nicht nur das Gesetz, wenn wir jemanden töten, sondern bereits, wenn wir jemanden hassen. Eine interessante Aussage, wenn er gleichzeitig damit gesagt hätte, das Gesetz sei abgeschafft. Nun schauen wir uns einmal an, was Paulus zum Gesetz gesagt hat. Und ein wichtiges Prinzip für richtiges Bibelstudium, damit man nicht leichtfertig wird,
damit man nicht unwissend wird und über Dinge hinweg gleitet, hinweg schlittert, um dann die Schriften zu verdrehen. Ein wichtiges Prinzip ist, dass man mit klaren Aussagen beginnt. Klaren, eindeutigen Aussagen. Schwierige Schriftstellen kommen dann später. Zunächst einmal müssen wir das Fundament haben. Was sind die grundsätzlichen, klaren Aussagen des Paulus, wo man nicht daran vorbei kann, weil man ehrlich ist? Nun schauen wir uns einige dieser Aussagen einmal an. Wie zum Beispiel in Römer Kapitel 2. Römer Kapitel 2 und Vers 13. Römer Kapitel 2 und Vers 13. Und lesen wir diese Stellen im Hinblick auf die Idee, dass Paulus gelehrt habe, das Gesetz sei abgeschafft. Römer Kapitel 2 und Vers 13. Denn vor Gott sind nicht gerecht. Wir hatten schon vielfach jetzt von der Gerechtigkeit gesprochen, die in unserem Leben herrschen muss. Aber es ist nicht unsere Gerechtigkeit, es ist die Gerechtigkeit Gottes, die uns als eine Gabe, als ein Geschenk aus Gnade gegeben wird. Aber was ist diese Gerechtigkeit? Wie wendet man sie in seinem Leben an? Vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Eine klare Aussage. Die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Jakobus hat uns ja auch gesagt, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Er hat uns gesagt, dass wenn jemand zu uns kommt und man hilft ihm nicht, man mit anderen Worten wendet das Gesetz in seinem Leben nicht an, dann ist dieser Gottesdienst nutzlos. Nein, die das Gesetz tun, sagt Paulus hier, die werden gerecht sein. Hört sich nicht so an, wenn ich das lese, als ob Paulus hier sagt, das Gesetz sei abgeschafft, man braucht es nicht mehr zu halten, man braucht es nicht mehr zu tun. Schauen wir uns die Stelle in Jakobus Kapitel 1 einmal an. Als Parallelstelle gedacht. Jakobus Kapitel 1 und Vers 25. Denn wie gesagt, wenn Paulus und Jakobus hier gegensätzliche Meinungen vertreten würden, dann wäre ja die Bibel nutzlos. Die Bibel kann keine Widersprüche enthalten. Man muss alle diese Stellen zusammensehen und sie ergeben dann auch nur ein Bild, das richtige Bild. Jakobus Kapitel 1 und Vers 25. Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat. Also nicht wer das Gesetz hört, wie Paulus sagt, wird gerecht sein, sondern der das Gesetz tut. Und Jakobus sagt genau das Gleiche. Es geht nicht nur darum, dass man das Gesetz jetzt hört, sondern dass man es tut. Dann wird man selig sein in seiner Tat. Von welchem Gesetz spricht Jakobus hier? Jakobus Kapitel 2. Angefangen in Vers 8. Jakobus Kapitel 2 und Vers 8. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt. Nun, was hat Christus gesagt? Ich bin nicht gekommen abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Wie erfüllt man es? Nun, hier sagt uns Jakobus, wie man es erfüllt. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. So tut ihr Recht. Wenn ihr das Gesetz erfüllt, man erfüllt es dadurch, dass man es anwendet in seinem Leben. Und dann tut man es recht, in richtiger Weise. Und wenn es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, verstehen wir, dass das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, uns zeigen, in den letzten der Gebote, wie man seinen Nächsten liebt. Die ersten 4 Gebote zeigen uns, wie man Gott liebt. Und so lesen wir hier, wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach der Schrift, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so tut ihr Recht. Wenn ihr aber die Person anseht, tut ihr Sünde. Sünde, der Gegensatz zum Gesetz. So tut ihr Sünde und werdet überführt vom Gesetz als Übertreter. Und was sagt uns Johannes? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Nun, welches Gesetz ist gemeint? Vers 10. Denn wenn jemand das ganze Gesetz hält
und sündigt gegen ein einziges Gebot, also das Gesetz besteht aus Geboten, dann ist er am ganzen Gesetz schuldig. Und hier wird deutlich gesagt, welches Gesetz hier gemeint ist. Denn wer da gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, eins der 10 Gebote, der hat auch gesagt, du sollst nicht töten, ein anderes der 10 Gebote. Wenn du nun nicht die Ehe brichst, tötest aber, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Hast du gesündigt, tust du Sünde, tust du nicht mehr recht. Redet so und handelt so wie Leute, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden. Wir werden gerichtet nach dem, wie wir gelebt haben, nach dem, wie wir das Gesetz beobachtet haben. Schauen Sie, einige, die wollen das nicht akzeptieren heute. Die meinen, nein, nun gut, also töten, das kann man vielleicht verstehen, man soll vielleicht nicht töten, es sei denn im Krieg oder in der Notwehr. Aber Ehe braucht, nein, das ist nun was anderes, wenn man doch wirklich sich lieb hat, wenn man doch die Frau des Nächsten lieb hat, was ist daran falsch, dann mit der Ehebruch zu betreiben? Und ganz schlimm wird es erst einmal, wenn man sich auf den Sabbat konzentriert. Den Sabbat halten, heute in dieser gegenwärtigen westlichen Zivilisation, wie kann man das? Das kann man doch nicht. Da muss man doch einfach Kompromisse schließen, da muss man doch einfach das Gesetz übertreten. Nun, Gott sagt, wenn Sie das tun, begehen Sie Sünde. Und sind damit ein Übertreter des Gesetzes geworden. Und werden dann durch das Gesetz der Freiheit von der Sünde, gerichtet werden, weil sie diese Freiheit von der Sünde nicht angenommen haben. Sie haben nach wie vor sich der Sklaverei der Sünde unterstellt. Vers 13. Denn es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Mit anderen Worten, wenn Sie barmherzig leben, auch Ihrem Nächsten gegenüber, dann haben Sie Pluspunkte in dem Sinne, weil ja Ihr Herz fest geworden ist in der wahren Lebensweise. Und Barmherzigkeit ist eine sehr wichtige Charaktereigenschaft, die wir als Christen haben müssen. Barmherzigkeit anderen gegenüber. Jakobus Kapitel 4 sagt uns sogar noch mehr in den Versen 11 und 12. Verleumdet ein anderer nicht, oder liebe Brüder, wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht der Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Auch hier geht es wiederum darum, dass man das Gesetz tun muss. Man soll ein Täter des Gesetzes sein. Wenn man aber ein Täter des Gesetzes ist, aber dann andere verleumdet, dann schwingt man sich als ein Richter auf über andere. Und Jakobus sagt, das soll man nicht tun. Vers 12, einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Es geht also wiederum darum, dass wir zunächst einmal das Gesetz halten, das uns von Gott, dem Gesetzgeber, gegeben wurde. Und dass wir es auf richtige Weise halten, denn es ist Gott, der uns richtet. Der uns richtet, der uns verurteilen kann, der uns selig machen kann. Aber der Zusammenhang wiederum ist, dass man das Gesetz tun muss. Also die Gnade, die wir erhalten haben, die ja auch das Verständnis beinhaltet, was es mit dem Gesetz auf sich hat, bedeutet keineswegs, dass wir das Gesetz übertreten können, weiterhin sündigen können. Kehren wir zu Römer Kapitel 2 zurück. Kehren wir zu den Schriften des Apostel Paulus zurück und schauen wir uns an, ob Paulus etwas anderes gelehrt hat, als das, was wir gerade im Jakobusbrief gelehrt haben oder gesehen haben. Nun, Luther hat dies gemeint. Luther hat sehr viel von Paulus gehalten, weil er ihn eben nicht richtig verstanden hat und hat den Jakobusbrief als eine strohene Epistel bezeichnet, die er an sich gar nicht so in der Bibel haben wollte, weil er eben falsche Vorstellungen hatte von dem, was Paulus lehrte, was die Bibel lehrte, was Gott uns lehrt. Römer Kapitel 2, die Verse 22 und 23. Römer Kapitel 2 und die Verse 22 und 23. Von welchem Gesetz spricht Paulus hier? Und sagt uns Paulus, dass wir das Gesetz nicht mehr zu halten brauchen. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen, und du brichst die Ehe.
Du verabscheust die Götzen und du beraubst ihre Tempel. Du rühmst dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Das Gesetz, von dem er hier spricht, sind klar und deutlich die 10 Gebote. Er bringt hier 2 Gebote zur Aussage. Das eine ist der Ehebruch und das andere ist der Götzendienst. Aber was sagt Paulus hier? Du schändest Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Schauen Sie, wenn wir das Gesetz übertreten, schänden wir Gott. Wollen wir wirklich in einer Kategorie sein, die aus Schändern Gottes besteht? Ich möchte jedenfalls nicht in einer solchen Kategorie sein. Kapitel 2 und Vers 27. So wird der, der von Natur unbeschnitten ist und das Gesetz erfüllt. Schauen Sie, Paulus macht hier einen Unterschied zwischen Beschneidung und dem Gesetz. Beschneidung, das war Teil einer ritualistischen Anwendung, die heute nicht mehr gültig ist. Die physische Beschneidung. Aber das Gesetz, die 10 Gebote, von denen er hier im Zusammenhang spricht, die sind nach wie vor gültig. Die waren bereits gültig im Zeitpunkt, als Gott Adam und Eva erschuf. Also er sagt hier, die von Natur unbeschnitten sind und die das Gesetz erfüllen, die werden dir ein Richter sein, der du unter dem Buchstaben und der Beschneidung stehst. Also hier spricht er jetzt Juden an, die sich beschnitten haben, aber das Gesetz übertreten. Deutlich wird hier von den 10 Geboten gesprochen und der Tatsache, dass man die Gebote halten muss. Und wenn man sie nicht hält, egal ob man beschnitten ist oder unbeschnitten, physisch gesehen, wenn man die Gebote nicht hält, werden wir dafür gerichtet werden. Sagt der Paulus uns, derjenige, der angeblich gesagt hat und gelehrt hat, das Gesetz sei abgeschafft. Kapitel 3 im Römerbrief und Vers 31. Hier wird es nun ganz deutlich. Wer Augen hat zu sehen, wer Ohren hat zu hören und wer eine solche Stelle lesen kann und dann gleichzeitig behaupten kann, Paulus habe das Gesetz abgeschafft, der muss sicherlich zu der Kategorie der Leichtfertigen und Ungebildeten biblisch gesehen gehören. Denn was sagt Paulus uns hier? Römer 3 und Vers 31. Wie heben wir denn das Gesetz auf? Durch den Glauben. Und man könnte sagen, durch die Gnade. Der Glaube wird uns ja auch durch die Gnade gegeben. Das sei ferne, sondern wir richten das Gesetz auf. Wenn Sie das Gesetz aufrichten, kann das nicht bedeuten, wir brauchen es nicht mehr zu halten. Es hat für uns keine Bedeutung mehr. Wir richten das Gesetz auf, sagt Paulus hier. Deutlicher kann es eigentlich nicht mehr gehen, aber Paulus macht noch weitere sehr bemerkenswerte Aussagen. Römer Kapitel 7. Römer Kapitel 7 und Vers 12. Nun, auch hier denken wir daran, macht es einen Sinn, wenn wir jetzt diese Stelle lesen und dann sagen, ja, aber Paulus lehrt, dass das Gesetz abgeschafft sei. Würde das einen Sinn ergeben, wenn er Folgendes hier sagt, Römer Kapitel 7, Vers 12. So ist das Gesetz heilig. Das Gesetz ist heilig. Und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Warum würde man ein Gesetz abschaffen, das heilig ist? Das gerecht ist, das gut ist, ergibt das einen Sinn? Gott ist heilig, Gott ist gerecht, Gott ist gut. Das Gesetz spiegelt seinen Charakter wider. Weil eben Gott heilig ist, weil eben Gott gerecht ist und weil eben Gott gut ist, hat er uns ein heiliges, gerechtes und gutes Gesetz gegeben, zu unserem Besten. Damit wir eben auch heilig und gerecht und gut werden können, wenn wir das Gesetz tun. Und auch das geschah durch Gnade. Gott gab uns das Gesetz, wie wir in der letzten Sendung gesehen haben, durch Gnade. Ein Geschenk, das er uns gegeben hat, zu unserem Besten, zum Besten unserer Mitmenschen. Römer Kapitel 7. Und Vers 14. Römer Kapitel 7 und Vers 14. Hier kommt es jetzt darauf an, das richtig zu verstehen.
Wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Es ist ein geistliches Gesetz. Es geht um geistliche Dinge. Unser Verhältnis zu unseren Mitmenschen ist letztlich auf einer geistlichen Grundlage aufgebaut. Unser Verhältnis zu Gott ist auf einer geistlichen Grundlage aufgebaut. Gott ist Geist. Wer ihn anbetet, muss ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten, sagt Christus uns. Es geht hier um Beziehungen, die natürlich physische Auswirkungen haben, die aber zunächst einmal geistlich zu verstehen sind, geistlich anzuwenden sind. Das Gesetz ist geistlich, aber ich bin fleischlich, sagt er, unter die Sünde verkauft. Und dann spricht er davon, wie er sich bemüht, das Gesetz zu halten, aber hin und wieder strauchelt. Und er sagt dann, aber wie kann ich erlöst werden von diesem Gesetz der Sünde, das in mir ist, dieser sündigen Natur? Er sagt hier zu Ende von Kapitel 7, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die Lösung, das ist die Antwort, wie wir Sünde in unserem Leben überwinden können. Dadurch, dass Jesus Christus, unser Herr, in uns wohnt und uns die Kraft gibt, die Sünde zu überwinden, indem wir ihn in uns wohnen lassen. Römer Kapitel 8, Vers 7. Hier wird ein Grund uns gegeben, warum so viele heute lehren, das Gesetz Gottes sei abgeschafft durch die Gnade und wir bräuchten das Gesetz heute nicht mehr zu halten. Warum? Weil diejenigen, die den Heiligen Geist nicht haben, das Gesetz nicht halten können. Und so brauchen sie jetzt eine Rechtfertigung, um ihr eigenes Verhalten erklären zu können. Römer Kapitel 8 und Vers 7. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Was ist fleischlich gesinnt? Weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Schauen Sie, wenn wir fleischlich gesinnt sind, dann können wir das Gesetz Gottes nicht halten. Eine Feindschaft besteht zwischen unserer fleischlichen Gesinnung und der Gesinnung Gottes, die durch sein Gesetz manifestiert wird. Eine Feindschaft im Hinblick auf seine Gebote. Und deswegen wird gesagt, weil man das erkennt, man kann die Gesetze nicht halten. Einige haben uns gesagt, ja, aber den Sabbat heute halten, das kann man ja nicht. Nun, wenn man fleischlich gesinnt ist, dann kann man es nicht, weil man es auch gar nicht will. Aber wer geistlich gesinnt ist, wer dem Geist Gottes folgt, der wird in der Tat die Gebote Gottes halten können, weil er die Kraft Jesu Christi und Gottes des Vaters in sich hat und durch diese Kraft die Gebote halten kann. Und Gott wird uns Wege zeigen, sie zu halten, wenn wir in Versuchung sind, es nicht zu tun. Wir müssen zu Gott natürlich darum beten, dass er uns die Kraft gibt, immer wieder die Kraft gibt, seine Gebote zu halten. Und die Bibel ist voll davon, dass der geistlich gesinnte Mensch die Gebote Gottes halten muss und halten kann durch die Kraft Gottes in ihm. Römer Kapitel 8 und Vers 9. Also zunächst einmal hatte er gerade gesagt, fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Man kann dem Gesetz nicht untertan sein, man will es auch nicht. Vers 9. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn der Geist Gottes in euch wohnt. Dann sind wir geistlich, weil jetzt Gottes Geist in uns befähigt, eine Gesinnung zu entwickeln und zu haben, die Gott wohlgefällig ist. Und was sagt uns Johannes? Wir sind Gott dann wohlgefällig und wenn wir ihn um etwas bitten, dann wird er uns diese Bitte auch gewähren, weil wir seine Gebote halten und weil wir tun, was in seinen Augen wohlgefällig ist. Und Paulus sagt hier, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Der kann auch nicht einmal für sich in Anspruch nehmen, ein Christ zu sein. Heute leben viele in einer Illusionswelt. Sie geben von sich vor, ein Christ zu sein, haben aber Christi Geist nicht in sich.
Man spricht so von dem nominellen Christentum. Es geht mir nicht um das nominelle Christentum, es geht mir um das wahre Christentum. Wer Christi Geist nicht in sich hat, sagt Paulus hier, der ist nicht sein, der ist kein Christ. Der ist kein Nachfolger, kein wahrer Nachfolger Christi. Ich sage das nicht, Paulus sagt das. Ich meine, ich sage es auch, aber das kommt nicht von mir. Ich zitiere, was Paulus hier sagt. Und wenn man aber Christi Geist in sich hat, dann ist man auch dem Gesetz Gottes untertan, weil man jetzt nicht mehr fleischlich gesinnt ist, sondern geistlich. Das sind die Lehren des Paulus. Nun, Paulus hat noch mehr gelehrt in Römer Kapitel 13. Römer Kapitel 13. Lesen wir angefangen in Vers 8. Römer Kapitel 13, die Verse 8 bis 10. Auch hier wiederum schwer zu begreifen, aber natürlich, wenn man leichtfertig, unwissend, ungebildet ist, dann vielleicht einfach zu begreifen, wie man solche Stellen lesen kann und meinen kann, Paulus habe gelehrt, man brauche das Gesetz nicht mehr zu halten. Man sei unter der Gnade und von daher braucht man nicht mehr das Gesetz zu erfüllen. Römer Kapitel 13, Vers 8. Seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Wir hatten bereits schon gelesen, wie man das Gesetz erfüllt, indem, dass man es tut. Wie erfüllt man das Gesetz, wenn man den anderen liebt? Nun, schauen wir uns einmal an, was Paulus hier sagt über das Gesetz. Welches Gesetz meint er hier und wie erfüllt man es? Vers 9. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Alles dies Teile der 10 Gebote. Und was da sonst angeboten ist, er hat ja nicht alle Gebote hier aufgeführt, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Nun, eine Zusammenfassung hebt nicht das auf, was man bislang behandelt hat. Wenn Sie etwas schreiben und dann haben Sie am Schluss Ihrer Aussagen eine Zusammenfassung, dann wird das halt zusammengefasst, auf einen Nenner gebracht. Da bedeutet eine Zusammenfassung nicht, ja, alles das, was ich bislang gesagt habe, das kann man jetzt vergessen. Nein, alles dies wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Es heißt ja nicht, die Liebe hebt das Gesetz auf. Die Gnade hebt das Gesetz auf. Alles dieses, was hier behandelt wird, wird zusammengefasst in den Worten, die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Man erfüllt das Gesetz, indem dass man liebt. Wieso? Nun, wenn Sie zum Beispiel keine Ehe brechen, dann lieben Sie Ihren Nächsten und dessen Frau. Wenn Sie zum Beispiel nicht töten, dann lieben Sie Ihren Nächsten, weil Sie ihn am Leben lassen. Eigentlich ist es ganz klar, wenn man das richtig versteht, was Paulus hier sagt. Er sagt keineswegs, die Liebe hebt das Gesetz auf oder die Gnade hebt das Gesetz auf oder indem, dass man liebt, erfüllt man das Gesetz, indem, dass man es aufhebt. Das Gegenteil, genau das Gegenteil wird hier zum Ausdruck gebracht. Ich hoffe, dass Sie nicht zu den Unwissenden gehören und Unbelehrbaren, die das nicht verstehen und nach wie vor darauf beharren, dass man das Gesetz nicht mehr zu halten braucht. Galater Kapitel 5. Schauen wir uns einmal an, was Paulus im Galaterbrief sagt. Galater Kapitel 5 und Vers 14. Galater Kapitel 5 und Vers 14. Das ganze Gesetz. Nun, wenn er hier vom ganzen Gesetz spricht, muss man den Zusammenhang sehen. Er spricht hier von dem Gesetz, das sich auf unsere Beziehung zum Mitmenschen bezieht. Er spricht hier nicht auf den Teil des Gesetzes an oder er spricht diesen Teil nicht an, der sich auf unsere Verhältnis, unsere Beziehung zu Gott bezieht. Aber hier, was den Mitmenschen angeht, sagt er hier in Vers 14, das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nun, wenn man den Nächsten liebt, dann liebt man auch Gott. Und in dem Sinne könnte man sogar sagen, das ganze Gesetz ist dadurch erfüllt, denn es heißt ja, wie kann man Gott lieben, den man nicht liebt, den man nicht sieht, wenn man seinen Nächsten nicht liebt, den man sieht.
Aber auch hier wiederum, es geht nicht darum, dass jetzt die Liebe das Gesetz abschafft, sondern durch die Liebe erfüllt man das Gesetz, wenn man die Liebe anwendet in seinem Leben. In Galater 6 und Vers 2. Wiederum stellt Paulus hier den gleichen Vergleich an. Er sagt dasselbe mit anderen Worten. Galater 6 und Vers 2. Einer trage des anderen Last. Und so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Auch hier wiederum geht es darum, dass man etwas tut. Nur wenn man des anderen Last trägt, dann bekümmert man sich um ihn. Dann wird man nicht das, was er hat, begehren. Dann wird man nicht auf ihm herumtrampeln, wenn es ihm schlecht geht. Dann wird man natürlich auch nicht mit der Frau des Nächsten die Ehe brechen, ihn töten, von ihm stehlen, ihn belügen. Aber so erfüllt man das Gesetz, wenn man es tut. Man erfüllt es nicht dadurch, dass man es nicht tut. 1. Johannes Kapitel 5, wiederum als Parallelstelle gedacht. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3. 1. Johannes Kapitel 5 und Vers 3. Denn das ist die Liebe zu Gott. Oder besser übersetzt, das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in uns gegeben worden. Auch wiederum als eine Gnadengabe. Aber diese Liebe Gottes in uns, die muss man wirken lassen. Und so definiert Johannes hier, was die Liebe Gottes ist. Denn das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Nun, zunächst einmal, wenn man noch neu im Glauben ist, vielleicht, dann mag es so sein, als ob die Gebote Gottes schwer sind zu halten, heute in dieser Zeit. Aber wenn man mehr und mehr die Gebote hält, dann wird man erkennen, dass mit der Hilfe Gottes in uns, mit der Liebe Gottes in uns, und die Liebe Gottes ist definiert als das Halten der Gebote, wird es leichter und leichter werden, die Gebote zu halten. Praxis macht den Meister, wie es so schön heißt. Als ich damals zur Wahrheit kam, vor vielen, vielen Jahren, war es vielleicht am Anfang noch nicht so einfach, den Sabbat zu halten, die Festtage zu halten, die heidnischen Festtage nicht mehr zu halten. Aber mit der Zeit wurde es leichter, einfacher. Man erfuhr, dass es möglich ist. Man erwarb sich die Erfahrung, dass es möglich ist, mit Gottes Hilfe möglich ist. Gott würde uns ja nichts befehlen, wenn es unmöglich wäre, das, was er uns befiehlt, zu tun. Aber dazu braucht man den Geist Gottes, dazu muss man geistlich gesinnt sein, sonst wird man das nie verstehen können. Und die Welt, die heute ja im Großen und Ganzen fleischlich gesinnt ist, kann es nicht verstehen, wird uns verfolgen dafür, dass wir jetzt uns bemühen, Gottes Gesetz zu halten. Und Christus sagt, selig seid ihr, wenn das geschieht, denn euer Lohn wird groß sein, dafür, dass ihr um der Gerechtigkeit willen leidet. Kehren wir zu Galater zurück, den Aussagen des Paulus in Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5, die Verse 22 und 23. Zunächst einmal sprach er hier von den Werken des Fleisches. Wenn Sie zurückgehen wollen zu Vers 19, er spricht von den Werken des Fleisches, die offenkundig sind. Und dann spricht er von sehr vielen Dingen, die auch in den 10 Geboten erwähnt werden und in den Satzungen, in den Rechtsvorschriften, die die 10 Gebote näher beschreiben. Unzucht, Götzendienst, Zauberei, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen und so weiter und so fort. Und er sagt, das habe ich euch vorher schon gesagt, das sage ich euch jetzt noch einmal. Wenn ihr das tut, wenn ihr weiter in der Sünde lebt, dann werdet ihr das Reich Gottes nicht erben. Vers 21. Und dann spricht er von der Frucht des Geistes, wenn man geistlich gesinnt ist. Wie soll dann unser Leben gestaltet sein? Die Frucht aber des Geistes ist, schauen Sie, es heißt nicht die Früchte des Geistes. Alles das, was hier erwähnt wird, ist Teilbestand der Frucht des Geistes. Alles das muss vorhanden sein in unserem Leben, muss sich entwickeln. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht, natürlich nicht. Das Gesetz der 10 Gebote, dieses geistliche Gesetz, das sagt uns nicht, ihr dürft keine Liebe haben. Wir hatten ja gerade das Gegenteil gelesen. Paulus sagte ja, die Liebe erfüllt das Gesetz.
Die 10 Gebote sagen uns nicht, man darf keine Freude haben, man darf keinen Frieden haben, man darf keine Geduld haben. Natürlich ist dagegen das Gesetz nicht. Im Gegenteil, es unterstützt das Gesetz. Alles diese Dinge sind notwendig, wenn man dem Gesetz folgen will, wenn man das Gesetz in seinem Leben anwenden will, gegenüber dem Nächsten, gegenüber Gott. Wenn man das versteht, dann möchte ich hier kurz noch eine weitere Stelle anführen, die immer wieder zum Ausdruck bringen soll, gemäß derer, die uns sagen wollen, das Gesetz sei abgeschafft, dass für den Gerechten gibt es kein Gesetz. Also wenn man gerecht ist, dann kann man leben, wie man will, weil das Gesetz hat dann für uns keinerlei Bedeutung mehr. Viele haben dieser Irrlehre Glauben geschenkt und haben gesagt, die 10 Gebote sind für uns nicht mehr verbindlich, weil man ist ja gerecht. Und für den Gerechten, da besteht kein Gesetz mehr. Und man wird immer auf dann 1. Timotheus Kapitel 1 verwiesen. 1. Timotheus Kapitel 1, angefangen in Vers 8. 1. Timotheus Kapitel 1 und Vers 8. Und ich lese die Verse 8 bis 10. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand recht gebraucht. Paulus hat ja bereits gesagt, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Weil er weiß, Vers 9, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Aha, hier steht es jetzt geschrieben. Dem Gerechten ist kein Gesetz gegeben. Also für den existiert kein Gesetz. Wenn man das so sieht und nicht weiterliest, dann würde bereits ein Widerspruch bestehen. Denn er hat ja gerade gesagt, wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn man es recht gebraucht. Recht gebraucht. Weil wir wissen, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, Vers 9. Was meint Paulus hier? Das ist jetzt eine Stelle, von der Petrus zu Recht gesagt hat, die ist zunächst einmal schwer zu verstehen, wenn man ungelehrt ist. Aber wir hatten ja bereits gelesen, vielfach, was Paulus zu dem Gesetz sagt. Und achten wir genau darauf, was er hier sagt. Weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist, sondern dem Ungerechten und Ungehorsamen, den Gottlosen und Sündern, den Unheiligen und Ungeistlichen, den Vatermördern und Muttermördern, den Totschlägern, den Unzüchtigen, den Knabenschändern, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen, und wenn auch etwas anderes der heilsamen Lehre zuwider ist. Er führt hier Sünden auf, die vom Gesetz untersagt sind. Und er sagt, es ist uns das Gesetz gegeben, dass wir eben nicht so leben, wie hier beschrieben steht. Nun, wenn man gerecht ist, dann lebt man natürlich nicht mehr so, wie hier geschrieben steht. Gleichwohl heißt es aber nicht, dass für den Gerechten kein Gesetz mehr besteht, aber der Gerechte wird dieses Gesetz nicht übertreten. Es geht hier um die Übertretung des Gesetzes. Wenn man das Gesetz übertritt, dann ist man ein Vatermörder, ein Muttermörder, ein Totschläger, ein Lügner, ein Meineidiger und so fort. Also man darf diese Stelle keineswegs jetzt so sehen, dass man sagt, also als Gerechter braucht man das Gesetz nicht mehr. Dann ist man nicht mehr gerecht, schauen Sie. In dem Augenblick, wo Sie das Gesetz übertreten, sind Sie nicht mehr gerecht, gebrauchen Sie das Gesetz nicht mehr in richtiger Weise. Das ist das, was Paulus hier meint. Und wenn Sie da noch irgendwelche Fragen haben, dann lesen wir zum Abschluss noch einmal 1. Korinther Kapitel 6. Und denken wir an diese Kategorien, die Paulus hier in 1. Timotheus beschrieben hat. Und nun vergleichen wir dies mit 1. Korinther Kapitel 6, die Verse 9 bis 11. Und was sagt Paulus uns hier? 1. Korinther 6 und Vers 9. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten, Paulus sprach hier in 1. Timotheus von den Ungerechten, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Wollen sie ins Reich Gottes kommen? Dann dürfen sie nicht ungerecht sein und bleiben. Denn wenn sie ungerecht sind, dann übertreten sie das Gesetz und werden von daher das Reich Gottes nicht ererben. Es geht hier um eine Lebensweise natürlich. Wir alle werden hin und wieder straucheln.
Wir alle werden hin und wieder sündigen. Aber dann kommt es darauf an, sich an Gott zu wenden, um die Vergebung der Sünde zu bitten, um zu bereuen, was man getan hat, und sich dann abwendet von der Sünde. Man kann nicht aber die Einstellung haben, man kann ohne weiteres in der Sünde beharren, denn für mich gibt es ja kein Gesetz, für mich gibt es ja keine Vorschriften, ich kann tun und lassen, was ich will. Dann werden sie das Reich Gottes nicht ererben. Und so sagt Paulus uns hier in 1. Korinther 6 und Vers 9, lasst euch nicht irreführen. Lassen Sie sich nicht von denen irreführen, die zu Ihnen kommen und sagen, das Gesetz sei abgeschafft. Sie brauchen das Gesetz nicht mehr zu halten, das ganze Gesetz. Sie können ohne weiteres den Sabbat übertreten, Sie können ohne weiteres Sonntag halten. Lassen Sie sich nicht irreführen. Wenn Sie sich irreführen lassen in der Beziehung, werden Sie das Reich Gottes nicht ererben. So einfach ist das, so klar ist das, so deutlich ist das, was Paulus uns hier sagt. Lassen Sie sich nicht irreführen. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer, Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen. Durch das Blut Jesu Christi sind diese Sünden vergeben worden. Ihr seid reingewaschen. Ihr seid geheiligt. Heiligen bedeutet zu einem heiligen, besonderen Zweck aussondern. Die Kirche Gottes ist heute eine Kirche, die aus der Welt herausgerufen ist, zu einem heiligen Zweck ausgesondert worden ist, sodass wir heute nicht mehr so leben, wie wir einst gelebt haben. Ihr seid geheiligt worden. Ihr seid gerecht geworden. Gerechtigkeit bedeutet, die Gebote Gottes halten. Wie sind wir gerecht geworden? Nicht aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit, nicht aufgrund unseres eigenen Verdienstes, sondern aufgrund von Gnade durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wir werden gerecht, wir sind gerechtfertigt worden durch den Geist Gottes, der in uns lebt. Durch den Namen Jesu Christi, aufgrund dessen wir Vergebung der Sünde erlangt haben. Schauen Sie mir dann, meine Damen und Herren, wenn man das alles so zusammennimmt, dann ist es eindeutig, ohne jeden Zweifel, dass die Gnade Gottes nicht das Gesetz aufhebt, dass wir aufgrund der Gnade Gottes nicht einfach jetzt sagen können, wir brauchen das Gesetz nicht weiter zu halten. Beide Dinge gehen Hand in Hand. Wenn Sie ins Reich Gottes eingehen wollen, wenn Sie das Reich Gottes ererben wollen, wenn Sie heiliges, ewiges Leben erlangen wollen, dann halten Sie die Gebote. Und meinen Sie nicht, Sie haben einen Freibrief zur Sünde erlangt, dadurch, weil Sie unter der Gnade Gottes stehen. Das ist ein verderblicher, dämonischer Irrweg, den Sie bereuen müssen. Und Sie müssen beginnen mit der Hilfe Gottes. Auch wenn Sie noch nicht den Heiligen Geist erlangt haben, wenn der Heilige Geist zurzeit noch mit Ihnen wirkt, aber vielleicht noch nicht mal in Ihnen ist, auch da müssen Sie sich bereits an die Gnade Gottes wenden, die uns ja in Zucht nimmt, wie es heißt, gottloses Wesen abzulegen und der Gerechtigkeit zu leben. Und Gott sagt uns ja, dass er uns den Heiligen Geist geben wird. Aber zunächst mal erwartet er von uns, dass wir, soweit es geht, ihm gehorchen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.